Lass uns mal nochmal machen. Mit den Charts. Nochmal kämpfen? I won and now I need proof of my victory. I'm sorry, but I have to take your hair. nicht was ich erwartet hätte. Ich habe auch mit so dem Messer hat er mich auch so Hyrule Ohren. Das ist ein Elf. Wie Link. Nope. Nope. Was macht der da eigentlich? Ist das ein Schädel? Der rollt Schädel. He rolls them bones, literally. Dieser Eingeborene. Ja, ich glaube, er ist wirklich ein sehr... Ich glaube, er ist ein Klischee-Rassisten-Dings irgendwas. Wenigstens redet er... Klischee-Rassisten-Dings. Wenigstens redet er nicht in so einer Uga-Buga-Sprache. Okay, das muss man eher kombinieren mit einem eigenen Angriff, als in einen anderen Angriff. Ja, aber Slash mich doch einfach tot. Ja. Ja. Wenn du meinen Super schon wieder blockst hier. Ach, schön reingedasht. Ich dachte, ich weiche dir aus, aber es war genau das Gegenteil der Fall. Oh. I call cheats. Nix an. Dead range, ne? Oh, ich hab auch eine Luft. Shit! Die Reichweite hat nicht gereicht. Das war die Nicht-Reichweite. Hat nicht gereicht. Ja, dann kackt das immer. Calling it right now. Ja. Muss genervt Jubei. Liebes SNK. Please nerf. Und bitte nerft auch retroaktiv noch den Jubei aus Samurai Showdown 1. Aus und dem ersten. Den aus Unimusha 2. Alle Jubeis. Alle Jubeis. Ich glaube, hier Yoshi, Dora, Tokugawa. Ja. Nee, wir hatten nein, die mit dem. Rui Chang noch. Ja, und die mit dem Falkenadler hatten wir auch noch. Ah, ja, stimmt. Ich glaube, ja, sie ist super. Ich mag ihr Design, vor allem ihren Kampfstil mag ich instant unheimlich. Ich werde aber Probleme mit ihr haben. Wie gesagt, sie ist ein Trap-Charakter und Trap-Charaktere sind normalerweise nicht gerade Pick-up and Play. Aber wir werden mal sehen. Aber ich mag. Ja. Trap-Charakter heißt, du machst Setups, die kontern? Ja, ich mache Setups mit Fallen tatsächlich. Ich platziere Dinge auf dem Boden und versuche dich da reinzudrücken und so eine Sachen. Und, aber ja, da können auch Konter natürlich dabei sein. Da können auch. Ich glaube, sie platziert ihren Gong, beziehungsweise Fallen darauf basierend irgendwie auf dem Boden. In anderen Spielen sind es dann Fallen in der Luft, die dann beim Juggeln helfen oder so. Aber ich habe 5 Schwerter. Stimmt, und genau deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass ich den Charakter kenne. Ich glaube, der ist auch bekannt. Ja, kam mir nicht auf Anhieb bekannt vor, als ich... okay. Das war ein Move, ne? Das war einmal nach hinten und Dreieck. Obviously. Spiel können 2 Leute spielen, gell? Nein! Ich wollte eigentlich auch grabben gerade. Wie hat sie das mit dem Gong gemacht? Wie hat sie dich durchgeslashed? No! Ach, mit den Blumen noch so. Er ist so effektvoll. Ja, das sieht doch nochmal deutlich besser aus als früher bei ihm, wenn ich mich recht erinnere. Wie wir beide alles du hast noch den. Ja, genau. Okay, so viel dazu. Wie wir beide alles verbraucht haben, kann ich den Satz ja doch zu Ende bringen. Fuck. Ach ja. Jo. Jing, 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 jing. Ja, aber ja. Man merkt, das ist sehr effektvoll, aber es macht jetzt nicht den krassen Schaden wie einfach nur ein Heavy. Ja, das hat jetzt mehr Schaden gemacht. Einfach nur einmal Kreis. Oh, macht das ein Dieber? Nee. Das sah nur so aus. Also wie vorher befürchtet, komme ich instant mit dir klar.
Ja, das braucht wahrscheinlich ein bisschen. Er ist wiederum sehr easy. Sie läuft auch nicht sehr langsam. Sie läuft auch sehr langsam, meinte ich. Ja, das war nichts. Lass uns. Ja, das machen wir nochmal. Vielleicht braucht man mit ihr auch eher 2-3 Runden. Oder 2-3 Wochen. Aber ich bin einfach nur froh, dass wir den Prozentsatz hier langsam wieder ausgleichen. Mhm. Ich war in einer Sache gut, Tom, und nicht mal die wolltest du mir lassen. Lang das dauert, bis der Kampf eigentlich losgeht, ne? Dachte, das hätte ich geblockt. Oh. Das ist natürlich der Nachteil, ja, wenn man das dann macht. Wenn ich es jetzt noch geschafft hätte, das zu punishen, anstatt mich anzustellen wie ein Aal. Alter, habe ich gerade wirklich das High-Projector gemacht? Hast du mein Leben? Nein. Doch. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, freuen wir uns drüber, dass wir die Animation sehen. Das Blumenmotiv, ey. Das hat jetzt nicht gereicht. Meine Güte. Naja, also so viele Schaden wie dieser Angriff. Ja, ja, ja. Ihr super Angriff, den habe ich schon mal gesehen. Der sieht großartig aus, aber ich weiß nicht, ob ich dazu kommen werde, den mal zu zeigen. Jemals, ever. In diesem Leben. No. Kong. Ich finde das aber sehr lustig, Kong, dass sie mit einem Kong kämpft. No. Kong. Ach, dumm. Auch noch Rage dafür verschwendet. Gong. Gong. Ja, das ist vielleicht die bessere Taktik. Was macht sie da? Keine Ahnung. Well. Web. Dunk. Alter. No! Oh, da haben wir mal so ein Ding gesehen. Das war mal ein Trap. Mit das Arm! Und dann da war noch ein Zweit. Und Trophy! Und, oh, das war... Piss doch noch auf meine Leiche! Das war das, was noch fehlte in der Szene. Jesus Christ. Oh Mann, oh Mann. Ich bin einfach froh, dass das mal geklappt hat. Ja, war gut. War gut, gebe ich zu. Vielleicht ist sie mit Fäusten effektiver als mit Kong. Der liegt dann so rum und man kann drauf ausrutschen. Ja, auch nicht schön. Wow. Große Geister denken gleich und so. Kleiner auch. Oh, nice. Nein, 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 ich bin genau drauf. Ja, sehr gut. Das habe ich gesehen in dem Moment, in dem ich aber springen gedrückt habe. Bleiben die eigentlich lange liegen? Ah, okay. Oh, das ist so befriedigend. Alter, kommst du nichts? Ja, ja, ja. Autsch. Knapp. Nicht knapp genug. Ja, red doch noch einen ganzen Roman. Wir verstehen es auch leider nicht. Damn. Oh, wow. Nein. Das sieht so albern aus. Hallo! Alter! I call hacks. Okay, ja, ich leg den Controller mal beiseite. Dass er tatsächlich rennt, ist halt echt praktisch. Ich dachte, ich hätte es geblockt, aber offenbar nicht. Ja. Oder ist es ein Grab, was... Das weiß ich gar nicht. Das wäre fies, rennen. Das wäre wirklich fies. Ich meine, klar, man kann einfach drüber springen und dann ist ja, gut, oder aber... Ja, halt gegenschlagen wahrscheinlich, aber...
Ja, Gegenschlagen ist, glaube ich, dann schon wieder riskant, aber ich könnte zum Beispiel mit dem Geschoss antworten oder so. I don't know. Stimmt. Ruxiang ist, ja, sie ist, ich glaube, man muss sie üben. Ich glaube, das ist ein Charakter, der wirklich nicht sehr Pick-up-and-Play ist. Was ja okay ist, muss ja nicht jeder Charakter Pick-up-and-Play sein. Ja, ich glaube, er ist wiederum genau das Gegenteil. Weil ihr seht ja, was für Moves man macht mit so sehr einfachen Halbkreiseingaben. Ich mag den Hits dann, der einfach von ihrem Gong passiert. Auch das Geräusch dazu. Ich hab den die hat das einfach echt genailed, wie sich das anfühlt alles. Ich habe den Eindruck, er ist halt sehr high risk, high reward, was seine Recovery angeht, weil alles bei ihm dauert lang. Dauert ewig und 3 Tage und wenn er damit verfehlt... No! Oh! Boah, schöne Combo! Schöne Combo! Oben nochmal eins drauf gegeben. Ah, das fühlt sich gut an mit dir. Das ist, ich glaube, genau so muss man das machen mit dir. Einfach hinterher springen und donk, donk. Schön. Haben wir schön gemacht. Ja, wir sind schon 2 Herzen. Ihre Animationen sind doch toll, weil man merkt einfach, sie kämpft eigentlich nicht im herkömmlichen Sinn. Nun, das sind Dinge. Ich weiß nicht, wo die Hitbox verläuft, ne? Hätte sein können. Sieht eigentlich groß aus auf dem Dings. No. Tut sie, aber... Ich dachte, rüberlaufen mit dem Ultra ist bestimmt auch blöd. Könnte sein, ja. Oh. Das war gerade cool. Ja, das war so putzig, ne? Ich mach fallen, du musst ran und das ist nett. I like it. Ich fang mal gleich damit an, Leo. Von dem. Tschüss, 60% meines Lebens. Ja, mehr. 60? Ich meinte mehr. Das sind 80 oder so. Mindestens. Fuck your shit. Ja. Reicht's? Nee. Oh. Eine Chance. Was? Ich hab die Falle nicht gesehen. Ich hab sie wirklich original nicht gesehen. Passen die sich farblich eigentlich den Stages an? Oder ich sehen die überall weiß nicht, also aus? Jetzt ist es so gelblich. Hab ich ja noch. Hey, ich hab mit ihr mal gewonnen. Yay. Yeah. Das ist nur, weil du die Falle nicht gesehen hast. This Imperial Edict is too much. I never expected days of non-stop combat like this. Ja, ich mal. 50-50 sind wir jetzt exakt, Leo. She's cute. So, ja. Jetzt haben wir die mit dem Falken Ada nochmal. Nakororo? Und ansonsten hatten wir ihn? Sonst ich glaube, ich hatte ihn am Anfang mal, oder? Haumaro ja, hatte schon. Haumaro hatte ich auch ganz am Anfang mal. Na gut. Ich nehme einfach nochmal ihn. Wie groß ist denn das Roster eigentlich? 5, 10, 15. 15 Kämpfer. Finde ich ganz okay für den Start. Ist okay. Wir hatten übrigens... Ist ein Vollpreis-Deal, ne? Soweit ich weiß schon. Ja. Samurai Shodown hat, finde ich, einen sehr... Irgendwie ein gutes Pre-Order-Modell, wo ich mal sage, das finde ich okay, weil Pre-Order ist ja sonst immer so, ja, warum? Aber die haben einfach gesagt, wenn du Pre-Orderst, ist der Season Pass kostenlos. Okay. Also wenn du Pre-Orderst, musst du den nicht separat holen. Hast du einfach die Charaktere dann. Hm. Das finde ich irgendwie voll nice. Das ist, Hall ich meine, es ist halt so, du kannst wählen, welche unserer beiden Geschäftspraktiken, die man woanders kritisieren würde, ne? Also das ist so... Ja. Seasons Pass werden oft kritisiert, Pre-Order wird oft kritisiert. Hier ist es halt entweder oder. Okay, von mir aus. Ja, aber ja, klar, kann man machen. Das finde ich okay. Ich meine, so oder so musst du halt extra bezahlen, wenn du das volle Spiel willst. Hm, genau. Okay. Aber ich mag halt nicht sowas von wegen, ja, und hier, diese 2 Kostüme kriegst du nur, wenn du pre-orderst. Ja. Ja, es ist sowieso kein sehr kostümgetriebenes Spiel, habe ich den Eindruck.
Gott, ich glaube, die Stage wird der YouTube-Konvertierung richtig gefallen. Hier verschmilzt ja alle miteinander. Oh. Oh, ho, ho. Angeber. Hallo, tschüss. My planet needs me. More like ciao, Mau, am I right? Oh, die passen ja super zusammen, die beiden. Ich hab entwaffnet. Oh. Ja, es war zu früh, glaube ich. Ja, es war eindeutig zu früh. Bisschen, ja, bisschen Yashamaru, ich nehme mal an, er ist vielleicht, er hat mit Haumaru irgendwie zu tun. Vielleicht ist es ein Mörder. Oh, es hat trotzdem noch getroffen. No. No, no, Leo. What? Das war der beste Super Special, den ich bislang gesehen habe. Jesus Christ, war der gut. Well, Conclusion. Fucking done. Holy shit, ey. Der, also. Hype as fuck. Ich mach mal nahe meines Gesichtes, damit man das hört. Schön. Clap, clap. Der war gut. Alter, wow. Und schon ist die Win-Percentage nicht mehr 50-50, sondern, ja. Oh Mann. Wisst ihr noch damals, als ich vorne lag? Mann, war das schön. Wir können übrigens auch skippen, ja. Also, echt? Ja, links hoch, rechts oben ist Skip. Naja. Okay. Ich finde ein bisschen schade, sie kommen ja beide einfach reingesprungen und machen eine kurze Animation. Ja. Ich mag eigentlich, wenn so aus Soul Calibur oder halt anderen Prügelspielen, wenn wirklich so ein kleine Intro-Szene kommt mit dem Charakter. Wo die Kamera vielleicht mehr so Battle for the Grid mäßig. Genau. Obwohl eigentlich nicht, weil Battle for the Grid hat mehr Animationen am Anfang. Das hier ist eigentlich noch weniger als Battle for the Grid. Und das will was heißen. Oh, nice, Leo. Den Konter ausgekontert. Er macht echt Spaß. Schön, schön flink. Kann Distanz gut überbrücken. Alter! Wieso hat das nicht getroffen, Tom? Tom, warum hat denn das nicht getroffen gerade? Ich bin kein großer Fan davon. Ja, ich merk's. Merkst du es daran, dass ich kaum atmen kann, Tom? Okay, beide noch Rage. Ich habe auch noch den Special. Ja, das war drüber gesprungen. Oh Mann! Das ist einfach gesessen. All around the familiar faces. All faces. Ja, jetzt hat es nicht so viel Schaden gemacht. Oh no. Ist vielleicht gut, dass wir das ohne Kamera machen. Ich bin so bedient. But it's all in good fun. Boy, howdy. Ja, das sind die Mechaniken hier, ne? This game. So fühlt sich's an. Ja, aber also die Momente sind ja großartig, die dadurch generiert werden, ey. Stage ist so desaturiert, dass ich manchmal denke, der Rage-Modus ist trotzdem an. Einfach an. Die ganze Zeit. Weil die Zeit stehen bleibt. Nein! Oh, voll in den Wirbel rein, dumm. Uff. All right. Ja, okay. Ich verschone euch mit meinen weiteren Gesangskünsten. Cut my life into it. This is my last sword. Oh, nochmal mit den beiden oder willst du einen anderen? Oh, wie du willst. Ich richte mich nach dir. I think it's fun. No wonder. Nicht skippen? Na gut, wie auch immer. Achso, sorry. Ja, du hast eigentlich recht. Don't get on my nerves, bruh. Okay.
Ach shit, Timing versaut. Noch durchbekommen? Nein, nicht ganz. Nein, ah, das hätte ich ausnutzen müssen. Da bleibt immer kurz daher stehen in dem Spiel. Mhm. Okay, man steht nicht genug daran. Ja, nicht so sehr wie dein Leben, aber ich hasse. Ich wollte mal gucken, ob da ein Follow-up geht, weil du so schön hoch in die Luft gesteuert wirst beim Angriff, aber. Ach, dumm. Ja, dann kommst du zu mir gesprungen. Excuse me. Das war dieses M gerade. Das war einfach nur dieses M. Sie sind tot? Hallo? Haben Sie bitte den Anstand, jetzt zu sterben? Danke. Essen Sie bitte ein Stück Kot. Was wird denn das? Was war denn das für ein Deflekt? Das war keine Entwaffnung. Das war irgendwas anderes. Also ich habe die Entwaffnungssache aber gedrückt. Deswegen weiß ich selbst nicht so richtig. No. 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 All around me. Okay. Okay, du hast es noch. Mich sogar entzweit. Cut my mit dem Leben. Das ist auch M. Ich finde, dieser Magic Pixel an Leben sollte jetzt offiziell von Magic Pixel umbenannt werden in M. Mein Gott, ist das ein Spaß. Es ist wirklich fun.